Sumati Asana ist die Stellung der Hingabe, der Andacht, des Gebetes. Sumati heißt auch klug und verständig, heißt aber auch andächtig Gebet. Sumati Asana, auch genannt Sumatyasana. Raffaella zeigt, wie es geht. Ich folge der Beschreibung von Garote in seiner Encyclopedia of Traditional Asanas. Ausgangsposition ist die Sitzhaltung auf dem Gesäß. Dann hebe die Knie hoch und jetzt gib den rechten Fuß auf den linken Fuß und bringe beide Füße leicht nach links und halte die Zehen oben. Dann gib die Hände unter den Kniekehlen hindurch, fasse mit den Händen um die Ellbogen und atme gleichmäßig ein und aus. Du kannst dabei entweder die Fersen oben halten oder du kannst auch die Fersen auf den Boden geben. Und eventuell ist es deshalb Sumati Asana, weil wenn man sehr lange im Tempel sitzt, wird die kreuzbeinige Stellung irgendwann nicht mehr möglich. Es ist aber in Indien nicht erlaubt, die Beine auszustrecken zur Tempelmurti hin. Und so beugt man die Knie. Aber wenn du die Knie gebeugt hast, hast du immer noch die Zehen nach vorne zur Tempelmurti. Also gib beide Füße nach links. Und so kannst du zwischendurch, wenn du in längeren Pujas beiwohnst, ab und zu mal die Stellung machen, um intensiv zu verehren oder dabei zu sein. Gerade in indischen Tempeln ist es wichtig, dass du nicht die Füße zur Murti hin ausstreckst. Bei Yoga Vidya sehen wir das nicht so eng, obgleich, wenn Inder bei uns sind und sehen, wie Westler Beine zum Altar hinstrecken, das tut ihnen so weh, wie es dir wehtun würde, wenn im Restaurant du jemanden siehst, der barfuß seine Füße auf den Tisch legen würde vor das Essen. Unhygienisch ist eigentlich keines von beiden, wenn der Fuß das Brot des Essen nicht berührt, aber es wirkt unästhetisch. Wenn du also in einem indischen Tempel einer langen Puja beiwohnst und du so lange nicht kreuzbeinig oder im Fersensitz sitzen kannst, dann übe Sumati Asana.